Aufgepasst, Mädels! Dieser Kurs ist voll langweilig. Ich habe eine super spannende Lektion für euch. Denkst du, was ich denke? Ich bin dir weit voraus. Ich liebe Chips. Das mag kompliziert aussehen. Sehr interessant. Aber es ist sehr einfach. Stell die Pfanne drauf. Seht ihr? Das war doch einfach. Jupp, also wenn wir... Moment mal. Wer hat die große Pizza bestellt? Lecker. Oh, was ist hier los? Ich muss los. Ich bin so wütend. Wir wollten ihnen ein Stück abgeben. Es wird Zeit für die 100-Schichten-Challenge. Nein, alles nur das nicht. Wow, wie hat sie das gemacht? Bist du bereit? Ich will anfangen. Ich bin gespannt. Wünsch mir Glück. Wow, guck dir das an. Sowas habe ich ja noch nie gesehen. Willst du mich verschaukeln? Du hast so viel Glück. Das sind so viele Marshmallows. Fantastisch. Okay, du bist dran. Was hast du bekommen? Naja. Bringen wir es hinter uns. Ja, genau wie ich dachte. Ein Marshmallow. Wie kann das gerecht sein? Ich verstehe es nicht. Ich mag dieses Spiel nicht. Sch, du ruinierst den Moment. Ha, guck dir deinen Teller an. Als würde man eine Wolke essen. Warte. Ich war noch nie so glücklich. Ich bin im Marshmallow-Himmel. Nichts kann diesen Moment zerstören. Das ist so schön. Wow, wie wunderbar. Was macht sie da? Ich muss doch was tun können. Warte mal. Ich habe da eine Idee. Ein Versuch ist es wert. Ich drücke die Pumpe in den Marshmallow. Komm schon. Puh, das ist harte Arbeit. Ich muss weiter pumpen. Das klappt nicht. Zurück zum Anfang. Mein Zauberstab lässt mich nie im Stich. Ich wusste, das Sommerlager in Hogwarts war hilfreich. Marshmallow, wachse! Sag ich's richtig? Vielleicht braucht mein Zauberstab neue Batterien. Langsam wird's nervig. Aber ich gebe nicht auf. Dann eben was anderes. Ich stell den in die Mikrowelle. Und Timer einstellen. Ich habe ein gutes Gefühl dabei. Gleich ist es soweit. Hey, da passiert was! Der wird immer größer. Ich wusste es. Wow, guck dir den an. Ist wie ein Kopfkissen. Der größte Marshmallow, den ich je gesehen habe. Und der gehört mir. Oh, wow. Das Beste, was ich je gegessen habe. Oh, meine Träume werden wahr. Warte, nein. Da sind zu viele. Ich gehe unter. Jemand muss mich retten. Weg mit denen. Hä? Was ist passiert? Hä? Wo hast du den her? Willst du mal probieren? Ich habe den in der Mikrowelle gemacht. Ziemlich clever, was? Was? In der Mikrowelle? Vergiss es. Alles klar, mehr für mich. Sie ist verrückt geworden. Du fängst an. Ja, ein KitKat, mein Favorit. Oh, das ist toll. Schau dir die leckere Schokolade an. So knackig und knusprig. Ja. Oder schaue ich gleich mal nach, was ich habe. Und los. Wow, Wahnsinn. Boah, ist das groß. Du hast einen ganzen KitKat-Turm. Wow, das ist beeindruckend. Das sind so viele und so sorgfältig gestapelt. Der hat's bis ins Weltall geschafft. Ein Glück, dass wir so eine hohe Leiter haben. Jetzt kann ich endlich eins essen. Nach diesem langen Aufstieg habe ich das auch verdient. Oh, die sehen so lecker aus. Ich nehme nur eins. Von ganz unten. Hier. Oh, nee, stopp. Nein, tu das nicht. Nein, lass das. Nein. Hab's. Upsi! Sorry! Lass sie uns zusammen öffnen. Hä? Das ist seltsam. Ich habe einen Skittle und du hast nichts. Tja, naja, wenigstens habe ich eins. Ach, was soll's. Einfach still und isst dein Skittle. Hä? Wo ist sie denn hin?
Sie ist verschwunden. Hä? Wie bin ich denn hierher gekommen? Ja, weißt du was? Wen interessiert's? Boah, schau dir diesen Ort an. Ich hab mehr Skittles, als ich hier essen könnte. Oh, so viele. Ein ganzer Swimmingpool voll. Zeit, mit dem Essen anzufangen. Aus jeder Hand ein paar. Mir ist langweilig und ich bin einsam. Ich frag mich, ob sie Spaß hat, wo immer die auch ist. Oh, ich hoffe, sie denkt an mich. Ah, ich weiß, was zu tun ist. Perfekt. Und sieht aus wie sie. Lass sie uns gemeinsam öffnen. 3, 2, 1. Ja, vergiss nicht, auch deins zu öffnen. Ach, wem mache ich was vor? Das ist ganz und gar nicht das Gleiche. Mir ist langweilig. Hey, Tina, kannst du mich hören? Was war das denn? Oh, mein Gott, der Ballon. Der hat gelernt zu sprechen. Oh, ich hab dich vermisst. Schau dir all die Skittles an. Das ist meine Chance. Hey, meins wurde geöffnet. Tina, du sollst doch meins nicht aufmachen. Und dann ist das auch noch eine Chilischote. Los, los, iss sie, du schaffst das. Okay, es geht los, schätze ich. Oh, die ist scharf. Mann, die ist scharf. Oh nee, was soll ich tun? Ich weiß, das Wasser wird helfen. Ich rette dich. Oh, danke. Das hat wirklich geholfen. Gerne. Wozu sind Freunde da? Jetzt habe ich allerdings Angst vor dem, was ich habe. Ich kapier's nicht. Was ist denn das? Na, ich schätze, ich drück und wir werden's sehen. Wow! Boris hat die einfach erscheinen lassen. Oh, das ist ein ganzer Berg Chilis. Keine Angst, ich bin bereit, dir zu helfen. Oh, das wird schrecklich. Ah, los geht's. Sind die wirklich so scharf? Wie lange muss ich warten? Oh nee, es geht los. Ah! Wow, das war berauschend. Oh, ich mag das. Vergiss die Hand voll. Ich esse den ganzen Teller. Gib mir all deine Schärfe. Oh, wow. Ja, das hatte ich nicht erwartet. Die waren lecker. Oh, nee. Was ist denn jetzt los? Oh, Tina hat sich ins Nichts aufgelöst. Nee, warte, die hat sich in eine Chilischote verwandelt. Hey, das ist toll. Was geht? Sollte ich da was unternehmen? Darf ich anfangen, bitte? Juhu! Oh mein Gott, schau dir das an! Eine große Schüssel voll Tic-Tacs! Oh, schau sie dir an, spektakulär! Boah, sind das viele! Ja, Tic-Tacs für alle! Ich liebe Tic-Tacs, ich liebe sie so sehr! Zeit, die Tic-Tacs zu essen, mit einem Strohhalm! Wow, das ist echt clever! Ja, ich habe sie alle erwischt! Dein Atem ist jetzt super frisch. Ich bin dran. Hä? Was sind das? Jetzt bin ich verwirrt. Ist das ein Marker? Oh, jetzt macht das Sinn. Was machst du denn da? Du zeichnest ein Bild? Warum denn? Ja, das wirst du gleich sehen. Hab Geduld. Mein Meisterwerk. Tada! Schütteln und dann wird's real. Jetzt habe ich auch Tic-Tacs. Die Weißen sind meine Liebsten. Mh, so erfrischend und lecker. Hey, lass mich das auch mal probieren. Ich will noch ein paar Snacks besorgen. Gut, Bananenzeichnung, mach dein Ding. Oh, das hat geklappt. Was? Moment mal. Mann, die ist aus Gummi. Das ist eine Gummibanane. Ja, ich schätze, du musst an deinen Malkünsten arbeiten. Lass uns den letzten gemeinsam öffnen. Ja, Pfannkuchen für uns beide. Ja, aber ich habe nur einen.
Also gut, dann bereite ich mich mal vor. Gut, dass ich die Karamellsoße immer dabei habe. Nur ein Hauch obendrauf. Perfekt, jetzt brauche ich noch eine Serviette. Und schon kann ich meinen Pfannkuchen genießen. Der erste Happen ist immer der beste. Oh, wow, der ist wirklich gut. Warum benimmst du dich denn so vornehm? Naja, egal. Ich habe meine eigenen Soßen dabei. Ich brauche eine Menge für diesen Stapel. Ja, das sieht lecker aus. Wow, das stimmt. Das tut's wirklich. Ups, ich verlege lieber meine Haare. Wer braucht schon Messer und Gabel, wenn man einen Mund und Hände hat? Oh ja, genau meine Rede. Der ganze Stapel gehört mir. Ach, schmier dir deine Pfannkuchen doch sonst wohin. Die nächste Challenge dauert schon ganz schön lange. Wow, ein riesiges Glas mit Nutella. Was ist das denn? Das ist total winzig. Oh, ich bin so begeistert von diesem riesigen Glas. Schau, wir können da Gesichtsmasken mitmachen. Ja, raffiniert. Legen wir los. Ich leg die Gurkenscheiben jetzt auf meine Augen. Okay, und jetzt kommt die Nutella drauf. Oh, das sieht so lecker aus. Oh, weißt du was? Das kommt erstmal in meinen Mund. Oh, so gut. Ich brauche mehr. Oh, das ist wahnsinnig lecker. Ich könnte das ganze Glas leer essen. Noch ein bisschen. Das merkt die schon nicht. Oh Mann. Ich glaube, ich habe alles aufgegessen. Nur, ich habe es bis zum Boden geschafft. Was dauert denn da so lange? Was zum Teufel? Du isst das? Warte mal. Boah, du hast alles aufgegessen? Das war ein riesiges Glas. Mensch, das sollte auf mein Gesicht. Naja, du kannst meins haben. Oh, ich nehme deins auf jeden Fall. Du machst mir damit irgendwie Angst. Ich habe ein bisschen Hunger. Wow, du hast einen ganzen Truthahn. Und du hast nur eine winzige Papiertüte. Dann schaue ich mal nach, was da drin ist, oder? Oh, Chicken Nuggets. Mal sehen. Oh, du machst dich echt lächerlich mit dieser Tüte. Ich will die Nuggets unbedingt essen. Boah, sind die gut. Mal sehen. Was kann ich mit meinem Truthahn machen? Ich lege die Zitronen hier hin. Und ich brauche noch ein bisschen Zitronenschale. Genau so. Niedlich. Und jetzt den Deckel drauf. Beim Zubereiten eines Truthahns darf man nichts überstürzen. Tada! Oh, mein Truthahn sieht aus, als hätte er einen Bikini getragen. Und der riecht köstlich. Och, ich will auch einen ganzen Truthahn. Meine Nuggets sind schon alle. Ich fang an. Boah, das ist ein guter Truthahn. Du brauchst ja nicht mal deine Hände, wie ich sehe. Oh, so einen Truthahn möchte ich auch mal essen. Ja, dein Auge sieht riesig aus. Ah, die nächste Challenge. Wow. Ui, ich habe Kaviar. Den schaue ich mir mal genauer an. Ja, das ist definitiv echter. Der wird köstlich. Ich fühle mich so reich, wenn ich den esse. Ich weiß nicht, was auf meinem Teller los ist.
Das ist ein Papierbrot, glaube ich. Wie soll ich das denn essen? Ja, frag mich nicht. Ich weiß es nicht. Okay, also das ist ein Bild von einem Fisch. Ist das eine Art Hinweis? Na, das verstehe ich nicht. Was machst du denn jetzt? Ich werde angeln. Ich glaube, das war der Hinweis. Das war ein ziemlich guter Wurf. Hey! Boah, das ist schwieriger, als ich dachte. Ich versuch's nochmal. Aber diesmal fange ich was. Ach, komm schon. Das ist doch kein Fisch. Was soll ich denn mit Schnorchel und Maske anfangen? Okay, beim dritten Mal klappt's. Du kannst das. Fang den Fisch. Fang den Fisch. Boah, der hier wehrt sich ganz schön. Fang den Fisch. Oh, wie bin ich denn hierher gekommen? Wow. Ich habe eine Meerjungfrau geangelt. Oh, ein Hai. Der wird sich die Meerjungfrau holen. Was? Warum ist eigentlich der Herr an Land? Das war gerade echt schräg. Och, und immer noch nichts zu essen für mich. Ich muss weiter angeln. Komm, Fisch. Fisch, Fisch, Fisch. Hey, schau mal. Eine Fischspeisekarte. Vielleicht bestelle ich da einfach was. Ich nehme diesen Fisch. Oh, schau, es hat geklappt. Oh, endlich habe ich meinen Fisch. Der ist gegart und alles. Und ist sogar ein großer Fisch. Willst du den einfach so essen? Boah, ich kann nicht glauben, dass du den wirklich einfach so gegessen hast. Und er war gut. Ja, das ist irgendwie krass. Okay, lass uns nachsehen, was unser erstes Essen ist. Och, ein Mini-Snickers. Ich muss doch auch irgendwas haben. Ja. Ich habe auch einen Snickers. Hi. Ja, schätze, ich bekomme nichts. Oh mein Gott, mein Snickers ist nicht winzig. Das ist ja riesig. Das muss der größte Snickers-Riegel der Welt sein. Ha, der wird mein bester Freund. Ich liebe ihn. Willst du was davon, Snickers? Mit dir abzuhängen, Snickers, ist das Beste. Hey, ich dachte, ich bin deine beste Freundin. Ach, was soll's. Ich schätze, ich esse einfach meinen Mini-Riegel. Der ist allerdings sehr klein. Weißt du was? Nee, das ist unfair. Vielleicht kann ich ihn einfach von hier wegziehen. Darf ich anfangen, bitte? Nach dir. Oh, schau mal, Kaugummi. Oh, ich liebe diese Kaugummis. Das ist meine Lieblingssorte. Mach deins auf. Vielleicht hast du ja auch Kaugummi. Heiliger Strohsack. Ja, ich habe auch Kaugummi. Boah, das ist groß. Das ist so viel Kaugummi. Ja, und daneben sieht meiner winzig aus. Hol den Kaugummi mal raus. Mal sehen, wie groß der ist. Boah, der ist gigantisch. Wahnsinn. Okay, Zeit für den ersten Bissen. Oh, ich wünschte, ich hätte auch so ein riesiges Stück Kaugummi. Boah, schau mal, wie gut ich Blasen machen kann. Ups. Du hast ihn überall im Gesicht. Boah, das ist so... Wow. Das ist aber eine große Blase. Oh, nee. Du beginnst zu schweben. Oh, verlass mich nicht. Auf Wiedersehen. Schick mir eine Postkarte, wenn du landest. Boah, bin ich weit oben? Wow, die Erde ist wunderschön von hier oben. Och, aber ganz alleine zu sein macht keinen Spaß. Vielleicht kau ich auch ein Kaugummi. Dann fühle ich mich bestimmt besser. Ah, ich falle! Ah! Yay, du bist wieder da. Ich hab dich vermisst. Lass sie uns dieses Mal zusammen aufmachen. Ich habe eine Art Knopf. Ja,
Yay, ein kleiner Eimer Popcorn. Oh, ist der süß. Oh, Popcorn ist sowas von lecker. Das ist echt frisch. Und das riecht auch köstlich. Was hab ich? Ich hätte auch gern Popcorn. Aber alles, was ich habe, ist dieser seltsame Knopf. Hey, hörst du mir zu? Beachte mich doch mal. Was? Ich versuche hier was zu essen. Schau doch, was soll ich denn damit machen? Ha, ja, das ist ein bisschen komisch. Der macht keine Geräusche und riecht nach nix. Ich weiß nicht, drück einfach mal drauf. Oh mein Gott, wo ist sie denn hin? Vielleicht ist sie im Eimer beim Popcorn? Oh je, da bewegt sich was. Oh, ich hab Popcorn im Gesicht. Wow, ich bin umgeben von riesigem Popcorn. Hey, Sarah, schau dir doch mal all das Popcorn an, das ich hab. Oh Mann, du bist schon wieder winzig. Auf Popcorn zu laufen ist schwieriger, als ich dachte. Ui, Lizzie ist verschwunden. Wo ist sie denn hin? Die ist da reingefallen. Ich muss sie retten. 2, 3, aufmachen. Ha, das sind ganz normale Lutscher. Ich verstehe das nicht. Ist das ein Fehler? Ah, warte. Ich weiß, was zu tun ist. Das wird Zeit für den magischen Zauberstab. Ach, wo hast du den denn überhaupt her? Schau zu. Zauberei. Boah, das hat geklappt. Ich habe jetzt einen Haufen Lutscher. Wow, ich bin ganz schön beeindruckt. Hey, kannst du deinen Zauberstab auch für meinen Lutscher benutzen? Okay. Zauberei. Wow. Boah, du hast einen Riesenlutscher bekommen anstatt eines Haufens. Der ist echt groß. Der ist der größte, den ich je gesehen habe. Ich frage mich, wie viele Lutscher ich essen kann. Ich denke, es wird Zeit, rauszufinden. Oh, ich habe zu viel gegessen, aber die waren schon gut. Und trotzdem werde ich weiter lutschen. Boah, schau dir die ganzen Verpackungen an. Naja, was soll's. Hey, wofür war das denn? Hast du schon alle Lutscher aufgegessen? Und wenn ja, was dann? Hast du ein Problem damit? Nö, kein Problem. Na gut, komm zu Mama Riesenlutscher. Warte mal. Bäh. Boah, das schmeckt schrecklich. Der ist ekelhaft. Weg mit dir, du ekliger Lutscher. Hier, du kannst einen von meinen haben. Ja, sieht so aus, als würde ich meins zuerst öffnen. Ja, ein riesiges Rocher. Ich habe eins in normaler Größe. Boah, ich bin so glücklich. Das ist so riesig und das ist mein Favorit. Was? Boah, das ist unfair. Ich wünschte, ich hätte den riesigen. Der ist fast so groß wie mein Kopf. Na gut, dann esse ich eben meinen kleinen. Der sieht jetzt so winzig aus. Ja, der ist zwar lecker, aber ich habe ihn mit einem Bissen verschlungen. Hey, los, iss schon. Oh ja, ich pack ihn aus. Der ist golden. Das ist ja seltsam. Ja, du musst den weiter öffnen. Oh, okay, verstanden. Oh, schau, wie groß der ist. Boah, schmeckt der gut. Hä? Huh? Da sind ja ganz viele kleine drin. Niemals. Oh, schütt die mal raus. Oh, boah, sind das viele. Oh, beste Freundin, du teilst doch mit mir. Nächster, du kannst das hier als Hut tragen. Ach, ich mach doch nur Spaß. Natürlich teile ich mit dir. Ich bin total aufgeregt. Ich kann die Challenge kaum erwarten. Oh, ich habe einen lustigen Klo-Lolli bekommen. Nicht schlecht, obwohl das ziemlich klein ist. Probier's mal. Okay, ich habe den Lolli. Der sieht auch ziemlich lecker aus. Mh, der ist echt gut. So fruchtig. Jetzt dippe ich ihn ins Pulver. Ich will, dass er komplett bedeckt ist.
Das sieht gut aus. Dann probiere ich ihn mal. Wow, ganz schön sauer. Mit Erdbeergeschmack. Du bist dran. Ich? Na gut. Mal sehen, was ich bekommen habe. Wow, niemals. Ich habe ein Klo in Normalgröße. Okay, ich mache die auf und schau nach, was drin ist. Yes, sie ist voll mit ganz viel Süßkram und Snacks. Gummibärchen und Schokokekse im Überfluss. So, so gut. Oh, ich will auch die Süßigkeiten. Ich liebe diese Challenge total. Okay, aber ich habe einen Lolli und der ist total köstlich. Hm, irgendwie Mist, dass ich gar keinen habe. Oh, ich weiß, was ich tun kann. Ich brauche nur diesen Becher. Sorry, Pflanzen, ihr müsst weg. Oh, da ist ja noch altes Popcorn drin. Okay, da gieße ich jetzt etwas von dem Saft rein. Oh, guck, es gefriert. Wow. Ich hol's raus. Wie krass, das ist ja riesig. Jetzt zum Geschmack. Oh mein Gott, das ist ja köstlich. Und was machst du jetzt? Na, ich dippe es in etwas Köstliches, so wie du mit deinem Lolli. Ich habe zwar kein Aromapulver, aber dafür Süßigkeiten. Tada! Das hat perfekt geklappt. Oh, das ist viel besser als das, was ich habe. Hm, das wird auf jeden Fall köstlich schmecken. Oh, hab einen von den Gummibärchen erwischt, voll süß. Ah, das war ein Leckerbissen, kann ich dir sagen. Und ich habe ja noch Süßkram übrig. Ich darf hier wohl. Oh mein Gott, das ist so gut. Ich könnte jeden Tag Süßes essen. Das ist definitiv kein schöner Anblick von dir. Ach herrje, Lexi, wo willst du hin? Hallo? Das ist ja lustig. Wow, wo bin ich denn gelandet? In der Süßigkeitensee? Wow, hier ist es fantastisch. Ich bin so glücklich, dass ich hier bin. Lexi, kommst du bald wieder? Ich vermisse dich. Okay, machen wir sie jetzt zusammen auf. Yes, diesmal habe ich die große Portion bekommen. Ich freue mich total. Oh, Lexi, du hast aber ein kleines Bonbon. Der ist klein, aber deswegen auch super süß. Das wird bestimmt lustig. Ah, wer ist das? Wow, hab mich voll erschrocken. Sollen wir eine Karte nehmen? Die verrät uns bestimmt, was wir bekommen. Bereit? Oh, puh, ich habe ein Küchenmesser. Was? Wieso bekomme ich einen Holzhammer? Mit dem Messer ist das ganz einfach. Hey, was zur Hölle? Ein winziges Messer? Verstehst du das? Diese Challenges sind echt bescheuert. Ich kann nie gewinnen. Ein großer Hammer? Für mein kleines Bonbon? Der ist so schwer. Was? Ach, komm schon. Ach, herrje, Lexi, da ist ein Timer. Unsere Zeit läuft ab. Ich muss anfangen, die Form auszuschneiden. Vielleicht haue ich von diesem Winkel drauf. Och, der ist so klein. Und der Timer läuft. Ich muss ja nur draufhauen. Und wenn er kaputt geht? Och, es nutzt nichts. Oh nein. Oh, ich habe wahrscheinlich alles zerstört. Wow, das ist perfekt geworden. Kaum zu glauben. Komm schon, kleines dummes Messer. Du musst schneiden. Yes, endlich. Ich hab's ausgeschnitten. Was? Die Zeit ist um, aber ich bin nicht fertig. Balance über unseren Köpfen? Mir schwant Schlimmes. Oh, die Spannung bringt mich um. Puh, da war nichts drin. Woohoo! Unfair. Oh, das Wasser ist eisekalt. Ich bin nicht nass, ich bin nicht nass und ich bin die Beste. Wenigstens habe ich was Süßes. Und los, Schere, Stein, Papier. Was ist das? Monster, das frisst alles. Schätze, ich habe gewonnen. Ich glaube, das ist Frozen Honey. Da ist eine Biene drauf. Da drin sind auch bunte Streusel. Dann mache ich das mal auf und koste. Ja, ich hatte recht. Das ist Frozen Honey. Wow, das sieht toll aus. Und? Ich beiß ab und finde es heraus. Ja, das ist lecker. So süß. Okay, warum schaust du nicht nach, was du hast? Ich bin ganz aufgeregt. Los geht's. Wow, das ist was Großes. Das ist eine Honigflasche. Aber die ist leer. Ich kapier's nicht. Wieso habe ich nichts Süßes bekommen? Total ungerecht. Lexi sieht so gut aus. Na gut, dann mache ich mir selbst was. Sie hat Streusel drin. Also schütte ich auch welche in die Flasche.
Ups, da habe ich wohl was verschüttet. Aber nicht schlimm, das reicht. Okay, aber du hast keinen Honig. Noch nicht, aber ich habe einen Plan. Einen Plan? Okay, hier ist ein Bienenstock. Jetzt hole ich mir den Honig. Ich habe einen Trichter und einen Löffel. Ich muss nur rein und bekomme den Honig. Gut, dass Bienen nett zu Leuten sind, die sie bestehlen. Das ist überhaupt nicht gefährlich. Wie schön sich der Honig mit den Streuseln mischt. Das klappt super. Ich fülle die Flasche mit frischem Honig. Okay, das sollte reichen. Ich schraube nur noch den Deckel drauf. Hä? Was ist das für ein Geräusch? Es kommt näher. Weg hier! Bienen! Und die sind wütend! Autsch! Sind die Bienen weg? Bin ich in Sicherheit? Sieht aus, als ob die Luft rein ist. Claire, du drehst gerade voll am Rad. Wow, ich weiß. Ich habe die ganze Flasche mit wildem Honig vollgemacht. Das wird fantastisch. Warte, das muss noch eingefroren werden. Ich versuch's mal hier draußen. Das ist ein eisig kalter Wind. Nur noch ein bisschen. So, der Honig ist gefroren. Endlich kann ich meinen Honig genießen. Nur noch die Flasche aufmachen. Oh, na los, Honig, komm da raus. Uff, der ist so hart. Vielleicht im Schwitzkasten. Es geht. Ich kann den Honig sehen. Endlich, jetzt kann ich abbeißen. So gut. Ich will noch mehr. Hat sich der ganze Aufwand gelohnt? Sicher. Warte mal. Bitte nicht. Sind das Bienen? Nein, sie haben mich gefunden. Ich muss verschwinden. Claire, lass mich nicht zurück. Jetzt fange ich an. Mal sehen, was ich habe. Eine Schale Gummiwürmer. Süßes aus Gummi mag ich am liebsten. Ich fange mit dem rot-gelben an. Voll gut. Ich will gleich noch einen. Und vielleicht noch einen. Und noch einen. Und den noch. Okay, das ist der letzte. Köstlich. Wow, was zum Teufel? Was ist hier los? Ach du meine Güte, die kam aus deinen Ohren. Ich weiß, total verrückt, aber irgendwie auch cool. Es hat gekitzelt. Schätze, ich bin dran. Mal sehen, was ich hab. Oh, ich habe auch eine Schüssel voll Würmer bekommen. Seltsam, eigentlich bekommen wir doch was anderes. Ja, aber die Gummiwürmer sind doch toll. Stimmt, dann kann ich die auch essen. Rein damit. Ja, die sind echt gut. Hey, warte mal. Ich habe deine Idee. Ich habe diese große Glasschüssel. Da kommen die Würmer rein. Perfekt. Und hier kommt flüssige Gelatine. Die habe ich vorbereitet, nur für den Fall. Und rein damit in die Schüssel zu den Gummiwürmern. Okay, das werde ich mit dem Löffel gut umrühren. Genau so. Und jetzt zu meiner großen Form. Was sagst du? Sieht aus wie ein riesiger Wurm, oder? Hier, Lexi, hilf mir mal damit. Die ist groß. Wow, die ist ja komplett hohl, hä? Huh? Ja, schließlich will ich einen riesigen Gummiwurm machen. Okay, du hältst die Form und ich gieße die Gelatine rein. Ups, ich habe gekleckert, aber nicht so schlimm. Und, was machen wir jetzt, Claire? Wir rollen sie hin und her, damit die ganze Form bedeckt ist. Verstehe. Und wie lange müssen wir das machen? Bis alles fest wird. Das macht irgendwie Spaß. Okay, ich glaube, das reicht. Du hältst oben, ich unten. Uff, wow, ist total schwer geworden. Oh ja, stimmt. Machen wir die Form auf. Wie krass. Schau dir all den Gummi an. Nur noch ein bisschen weiter und wir haben ihn frei. Wow, das ist ja fantastisch. Iu, Claire, du hast einen gigantischen Gummiwurm gemacht. Ich weiß, die Form kann weg, die brauchen wir nicht mehr. Okay, den schaue ich mir mal genauer an. Eindeutig Gummi. Schau mal, wie der wackelt und sich windet. Ich will versuchen, das Ding hochzuheben. Uff, der ist ganz schön schwer und wackelig und fällt auseinander. Aber ich glaube, ich hab ihn. Ich hab ihn. Hab ihn nicht. Aber ich hab dich, Claire. Du wirst fast gefallen. Nun mal probieren. Also, das ist ein Gummiwurm. Ups, da ist noch ein Teil. Ah, okay. Hier, nimm den Brocken, Lexi. Ich zuerst. Pommes? Oh, die sehen ziemlich frisch aus. Oh, ich esse die alle auf. Riecht fantastisch.
Die erste ist immer die beste. Zweite ist auch gut. Was ich wohl hab? Irgendwas lebt darunter. David? Was ist los? Es wächst weiter. 100 Pommes? Als ob man auf Gold stößt. Ich bin bereit für ein Festmahl. Was? Wir sehen uns bald wieder. Hier oben ist es kälter. Oh, das Ding ist echt hoch. Bin ich endlich an der Spitze angekommen? Jetzt wird's Zeit zum Futtern, Baby. Ah, es wird knifflig. Oh, lecker. Blöder fliegender Ball. Aber nicht in meinem Himmel. Was passiert? Ups. Alles klar bei dir da unten? Oh. Ich habe ein gutes Gefühl bei dem hier. Nur ein Stück? Ha, das sind nur ein paar Bissen. Das heißt, ich habe mehr. Beachte mich nicht. Ich schwimme gerade durch ein Meer von Pepperoni. Chloe? Was? Hey, wo ist mein Pizzafloß? Oh, stimmt. Hallo, Salami. Hast du sowas schon mal gesehen? Komm zu Mama. Vielleicht von dieser Seite? Ich glaube nicht, dass mein Mund das schafft. Schau dir das an. Heilige Salami. Ich weiß, es ist ziemlich beeindruckend. Isst du das noch? Hey! Wer pennt, verliert. Oh Mann. Ich zuerst. Ist das genial oder was? Pass auf, wie ich das mache. Siehst du den Teller? Tada! Die Süßigkeiten liegen bereit zum Essen. So schön. Ich fange mit Blau an. Hm. Was hast du bekommen? Oh, ein ganzer Stapel dieser coolen Dinger. Wow, das ist unglaublich. Und sie sind alle für mich. Ich werde einen Zuckerrausch bekommen. Wo sind die Süßigkeiten? Was bringen die mir denn jetzt noch? Du bist so süß, wenn du wütend bist. Okay, ich flippe offiziell aus. Komm schon. Hä? Sind das alle? Das ist witzig. Das werden wir noch sehen. Wow, wie hast du das gemacht? Genau das habe ich erwartet. Reihenweise leckere Bonbons. Ich fange immer mit Lila an. Hm. Ich will diesen Trick auch probieren. Oh, das ist viel schwieriger, als ich dachte. Du fängst an, David. Minzbonbons? Mein Mund könnte eine kleine Erfrischung vertragen. Ich sag niemals Nein zu etwas Minzigem. Ich kann sie alle essen. Dieser Mund ist bereit für ein paar Küsse. Wie bitte? Wow, ich habe noch nie so viele Minzbonbons gesehen. Diese Lippen sind echt kalt. Du hast die Minzlotterie gewonnen. Das ist wunderschön. Ich werde für immer einen frischen Atem haben. Das ist schwer. Heb's schon hoch. Ich brauche mehr Muskeln. Schau zu. Komm schon. Hoch. Muskeln, hä? Puh, das Ding ist echt schwer. Aber das ist okay. Ich bin anpassungsfähig. Das sieht gut aus. Mmh, so erfrischend. Ja, ich weiß. Aber ich bin noch nicht fertig. Hey, das ist kein Müsli, Chloe. Nein, aber es sollte. Oh, ich muss ganz schön schlucken. Puh, das brennt irgendwie ein bisschen. David? Mein eiskalter Atem hat ihn erstarren lassen. Er wird bald auftauen. Packen wir es an.
Darüber bin ich definitiv nicht traurig. Ich auch nicht. Ich frag mich, wie viele Kalorien darin stecken. Nee, das ist es nicht wert. Außer, ich esse nicht das ganze Ding. Wie schlimm kann ein kleiner Bissen schon sein? Vielleicht noch ein bisschen kleiner? So, das kann nicht so schlimm sein, oder? Ziemlich lecker. Mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen. Oh ja, so lecker. Auf zum nächsten. David? Soweit, so gut. Ich glaube, mehr schaffe ich nicht. Aber... Kommt und holt sie euch, Leute. Wow. Alles klar. Haut rein. Es gibt genug für alle. Und sogar für mich noch. Na, das macht doch Spaß. Bereit für eine neue Runde? Darauf habe ich immer Bock. Und schön kalt ist sie auch. Prost. Sowas von frisch. Gut, hä? Ich bin dran. Hä? Sollte es hier nicht was geben? Was los? Ein Lieferschein. Okay, unterschreibe hier einfach. Ich frage mich, was das sein könnte. Danke. Machen wir das Paket auf. Wow, so viel Cola. Ich habe eine sehr gute Idee. Ich werde sie hier aufreihen. Stapel die hier auf. Und noch ein paar mehr. So, mein eigener Limo-Turm. Kaum zu glauben, oder? Der ist wirklich schön. Darf ich mir eine von deinen schnappen? Nein! Oh, typisch egoistisch, David. Schmeckt herrlich. Fertig? Lass sie uns gemeinsam öffnen. Meins sieht toll aus. Meins auch. Warten wir auf das Rad. Ich mach meins zuerst auf. Die sehen toll aus. Ich probiere einen. Ich fange mit grün an. Wow, das hat meine Haarfarbe verändert. Als nächstes kommt gelb. Diese Haarfarbe ist noch besser. Ich wollte schon immer rote Haare haben. Genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Der letzte, ein weißer. Kann ihn ja mal probieren. Nein, ich sehe so alt aus. Yikes, das ist nicht deine Farbe. Hä? Ich hab nichts. Das ist enttäuschend. Vielleicht versteckt es sich nur. Hast du was gefunden? Nein, hier ist nichts. Was ist das? Ein Gewitter? Pass auf! Unfassbar! Das beste Gewitter aller Zeiten. Ich werde alle aufessen. Zeit für die nächste Challenge. Chipstüten. Lass uns etwas gucken. Oh, richtig. Das Rad. Ja, ich habe groß bekommen. Schade. Meine ist jetzt ganz klein. Wow, deine ist ja riesig. Das ist die beste Tüte Chips. Ich muss aufstehen, um sie zu öffnen. Naja, egal. Genieß deine große Tüte Chips. Ich starte den Film jetzt. Dieser Chip sieht toll aus. Mist, das war der einzige in der Tüte. Da sind nicht mal mehr Krümel drin. Die geht schwer auf. Du machst ganz schön viel Krach. Sorry. Ich hab's. Wie krass. Das ist nicht nur eine große Tüte. Die Chips sind auch riesig. Dieser riesige Chip ist so gut. Das ist so laut. Auch der Sound ist groß. Das Knacken tut mir in den Ohren weh. So, gut. Ich will noch einen. Hey, was machst du mit diesen Kissen? Willst du mich veräppeln? Du bist so laut. Oh, sorry, schätze ich. Ja,
Zeit für die nächste. Ein ganzes Brathähnchen. Sieht so knusprig und saftig aus. Das könnte meine liebste Challenge werden. Es riecht fantastisch. Ich weiß nicht, was du machst, aber ich hau rein. Ich bin auf jeden Fall bereit. Ah, komm schon. Schon wieder das Rad. Gut, Schatz, wir müssen warten und sehen, was passiert. Mist, ich hab klein bekommen. Hähnchen, bist du da noch drin? Süß! Er hätte gedacht, dass Küken so niedlich sein können. Du hast recht, absolut entzückend. Ich sollte meins öffnen. Vielleicht ist es ja auch süß. Hä? Wo ist mein Hähnchen hin? Ich kapier's nicht. Es ist weg. Ach, meine Güte. Schau jetzt nicht hin. Nein, nein, nein. Das ist zu groß. Das ist ein Dinosaurier. Ah, verstecke. Ich mag das nicht. Bitte, er darf uns nicht entdecken. Puh, er ist weg. Wir sind wieder in Sicherheit. Weiter geht's. Kaugummi. Warte, stopp, noch nicht essen. Das Rad. Ach ja, wie schnell ich das vergessen habe. Es geht los, mal sehen, wo es landen wird. Da haben wir es. Ich hab groß. Und ich hab wieder klein. Schade. Jetzt ist mein Kaugummi super klein. Hey, warte mal. Der winzige Kaugummi ist super süß. Ich mach das mal auf. Ha, das ist lustig. Dann kau ich mal. Ein kleiner Kaugummi ist eigentlich auch ganz gut. Ich mach mal eine Blase. Deine Blase war auch winzig süß. Wow, mein Kaugummi ist riesig. Das ist wie ein Berg. Ehrlich gesagt, beeindruckend. Zeit für ein Stück. Das sieht nach einem guten Stück aus. Komm schon, Kaugummi. Ich will dich. Alles klar. Zeit für einen Karate-Schlag. Hat's geklappt? Nein. Warte, ich habe eine Idee. Du hast eine Heckenschere bei dir? Ja, sie schneidet einfach durch den Kaugummi. Endlich kann ich meinen Kaugummi probieren. Wow, das Stück ist viel größer, als ich dachte. Los geht's. Zeit zum Kauen. Das sieht irgendwie schwierig aus. Ist es auch. Nächste Challenge. Juhu, sieht aus, als ob jetzt Burgerzeit sei. Oh, da ist das Rad. Ja, groß. Ich will immer groß, wenn es um Burger geht. Oh, wow, das ist definitiv ein riesiger Burger. Mein Burger ist klein, deiner ist riesig. Was für ein toller Burger. Ja, schau dir das Patty an und die Tomaten. Deiner ist so klein. Ja, das ist er. Ich finde ihn nicht mal süß, um ehrlich zu sein. Er hat aber all das Burgerzeug. Tomaten, Brötchen, Salat. Warte mal, das ist eigentlich ein Gummiburger. Jetzt bin ich begeistert. Lecker, er ist so gut. Fast besser als ein richtiger Burger. Ich freue mich für dich. Aber noch mehr freue ich mich für mich. Denn mein Burger ist echt und riesengroß. Los geht's. Das ist mein erstes Stück. Zeit für meinen ersten Bissen. Yep, genau was ich erwartet habe. Der Gummiburger war super. Oh, hey, meinst du, ich könnte etwas von deinem Burger haben? Aber natürlich. Ich habe viel zum Teilen. Die letzte Challenge war super. Aber sieht so aus, als ob diese hier noch besser wird. Gläser voll mit Nutella. Ich habe einen Löffel. Was mit dir? Mal sehen, was das Rad sagt. Was? Soll das ein Scherz sein? Wow, mein Löffel ist groß geworden. Leute, die Zeiger bewegen sich. Ich habe einen großen Löffel, aber winziges Nutella. Was bringt das denn? Das ist die kleinste Menge Nutella aller Zeiten. Ich wusste gar nicht, dass es so kleine Gläser gibt. Ich habe einen ganzen Eimer Nutella. Das ist ungefähr ein Liter. Ich kann es kaum erwarten. Ich öffne es jetzt. Oh, stimmt. Der kleine Löffel. Naja, ich fange mal an.
Auch ein bisschen Nutella ist köstlich. Oh ja, das ist so lecker. Tja, und da ist mein Nutella. Wie soll ich? Ich kann nicht. Ich kann den Löffel da nicht reinstecken. Mein kleiner Löffel würde da perfekt reinpassen. Gut, dass ich zwei habe. Hier, ich habe auch einen kleinen Löffel für dich. Oh, der ist so winzig. Danke dir. Du kannst meinen Riesenlöffel haben. Danke, kleiner Löffel. Aber mach erst mal Pause. Jetzt geht's los. Wow, wow, wow. So viel Nutella. Das ist die Menge Nutella, die ich schon immer haben wollte. Endlich kann ich mein kleines Glas genießen. Lecker. Ich liebe Nutella. Beim Essen kommt es nur darauf an, dass es lecker ist, stimmt's? Was ist dein Lieblingssnack? Verrate es uns in den Kommentaren. Teile das Video auch mit deinen Freunden und abonniere unseren Kanal für weitere tolle Videos wie dieses.